Und wieder mal heißt es auf Kurs. Heute nehmen wir uns Hansa-Trainer Marc Fascher. Herr Fascher, danke mir erstmal, dass Sie zu uns gekommen sind. Ist derzeit, glaube ich, nicht so eine ganz einfache Lage, aber wird jetzt auch mal die Frage reinschmeißen. Was denken Sie, wenn Sie die Tabelle der dritten Liga sehen? Dass wir noch einige Punkte holen müssen, am besten so schnell wie möglich über die 40-Punkte-Linie kommen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Als Sie am Anfang gekommen sind, da war die Lage ähnlich. Schwierig, würde ich sagen. Dort haben Sie mit Motivationstricks überzeugt. Windeltrick wird da immer wieder genannt. Haben Sie das Gefühl, dass Motivation jetzt auch wieder gebraucht wird? Oder haben Sie das Gefühl, die Mannschaft damit zu erreichen? Oder fahren Sie jetzt einen anderen Weg? Ich glaube einfach, dass die Mannschaft wissen muss, in welcher Konstellation wir gerade stecken, dass sie die annimmt. Wie gesagt, die Tabelle ist nicht wirklich angenehm für uns. Wir sind da in einer sportlichen, schwierigen Situation, die es eben halt gilt, wie gerade erwähnt in Frage 1, so schnell wie möglich 40 Punkte zu erreichen. Banale Frage, woran liegt's? Dann müssen wir die Sendezeit doch auf 3 Stunden 40 ausweiten. Das kann ich nicht so anhand von ein, zwei Punkten mal eben so kurz hinschmettern. Also das ist schon eher ein längerer Prozess. Der ist angefangen in der Hinserie mit unseren letzten 5 Spielen vor der Winterpause, wo die Mannschaft körperlich auf dem Zahnfleisch gekrochen ist, wo nichts mehr ging. Und wenn du dann so einen Rattenschwanz mit dir rumschleppst erstmal, wo du dann nicht mehr vernünftig punkten konntest, da ist halt letztendlich nur ein magerer Punkt bei rausgekommen. Diesen Rattenschwanz tragen wir derzeit mit uns rum. Jetzt ist in der Winterpause aber Konditionstraining, würde ich sagen, neu gemacht worden. Es sind auch Neuzugänge verpflichtet worden. Frage 1 ist, wie haben die Neuzugänge in Ihren Augen eingeschlagen? Sagen wir es mal so, es ist noch Luft nach oben. Haben Sie das Gefühl, dass es richtig war, auf Leihspieler zu setzen, beziehungsweise gab es keine Alternative dazu? Es wird ja jetzt kritisiert, dass die Leihspieler vielleicht nicht die Identifikation mit dem Verein haben, weil sie vielleicht ab Sommer dann auch gar nicht mehr dabei sind und ihnen das sportliche Resultat am Ende egal ist? Also erstmal gehen wir nicht in die vierte Liga, weil wir die Klasse definitiv halten werden. Und, das ist ein Versprechen? Bitte? Das ist ein Versprechen? Das verspreche ich. Okay. Auf die Leihspieler zurückzukommen, ich habe ja gerade gesagt, da ist noch Luft nach oben, außer Frage. Aber den Jungs müssen wir aber auch noch ein bisschen Zeit geben. Wenn wirklich die Saison beendet ist, dann können wir sagen, waren die Leihspieler die richtigen Spieler oder letztendlich nicht. Alles andere sind für mich Wasserstandsmeldung und das ist nicht so mein Ding. Jetzt kam vielleicht auch hausgemacht die Kritik auf, wir haben nur einen Leader-Typ in der Mannschaft. Jetzt hat man zuletzt gelesen, das haben sie ein bisschen revidiert. Sie wollten damit andere Spieler so ein bisschen reizen. Die Frage hätte sich ja dann gestellt, hätte man im Winter denn nicht vielleicht ein paar Leader-Typen holen müssen? Also eins kann man sich sicher sein, diese Typen, da gehst du nicht mal kurz zu irgendeinem Laden rein und greifst in das Regal und sagst so, komm, du hast ja eh nichts zu tun, weil die sind mit Sicherheit bei guten Vereinen untergebracht. Von daher in der Winterpause mal eben kurz Leader-Typen zu verpflichten, das ist so gut wie unmöglich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und es ist ja auch dann immer eine Frage des Finanziellen, wie man das wenige Geld ordentlich anlegt. Und wir hätten auch diese Leihspieler nicht verpflichten können, wenn das nicht auf eine mögliche Win-Win-Situation hinauslaufen würde, dass der abgebende Verein uns aber auch sehr, sehr entgegenkommt. Denn wie gesagt, die Jungs spielen hier für ganz kleines Geld und suchen ihre sportliche Herausforderung. Von daher keine Söldnermentalität, sondern Geld absolut zweitrangig, sondern sportlich mit Hansa Rostock Ziele zu erreichen. Und deswegen sind wir den Weg auch eingeschlagen mit den jungen Spielern in der Hoffnung, dass es eine Win-Win-Situation gibt, der abgebende Verein für ganz kleines Geld uns die Spieler zur Verfügung stellt, sich die Spieler letztendlich dann auch hier präsentieren und entwickeln kann. Über den Weg wollen wir gleich weiterreden. Vorher gibt es einen Beitrag über den Robin Krause, der auch seinen Weg in die Profimannschaft sozusagen suchen möchte. Und dann sind wir wieder mit Marc Fascher hier. Hansas erstklassige Arbeit in der A-Jugend läuft weiterhin auf Vollgas. So bereitet Trainer Roland Groß einen Akteur nach dem nächsten für die Profi- und Amateurmannschaft der Kogge vor. Hatten es zuletzt Sages Adamian, Ronny Marcos, Eddie Jordanov und weitere in den Kader der ersten Mannschaft geschafft, so schiebt sich nun bereits der nächste an. Sein Name: Robin Krause. Seine Position: das defensive Mittelfeld. Und sein Spitzname:
Sachse. Und den verpassten ihm die Teamkameraden, obwohl der ehrgeizige Robin doch eigentlich aus Thüringen stammt. Dort erlernte er das kleine Einmaleins des Kickens bereits mit 4 Jahren, hin zu großem Trikot und zu großen Fußballschuhen. Das war in Königssee noch, also wo ich herkomme. Thüringer Königssee, SV Thüringer Königssee, mein erster Verein. Da war ich gerade wahrscheinlich 4, 5 Jahre und ja, also da ging es dann los, irgendwann ein bisschen mit Fußball spielen. Nach den ersten wackeligen Schritten auf den thüringischen Bolzplätzen folgte für Robin als nächstes eine Odyssee auf den verschiedenen Positionen eines Spielers. So war er als Stürmer im Einsatz, als Mittelfeldspieler, als Verteidiger und natürlich auch als Torwart. Nachdem er sich als Mittelfeldspieler durchsetzte, kam dann der Sprung hin zum FC Carl Zeiss Jena. Und schließlich ging es weiter an die Ostsee. Und das, obwohl auch andere Vereine wie Werder Bremen oder die TSG aus Hoffenheim an ihm interessiert waren. Ja, ich habe 4 Jahre in Jena und ich hatte das Gefühl, dass ich mich dort nicht richtig weiterentwickeln konnte, dass ich den nächsten Schritt gehen wollte, mich noch mehr weiterzuentwickeln, hin zum Profikader und zur Profikarriere. Und das, den habe ich einfach in Rostock gesehen, weil ich wollte keinen Riesenschritt gehen zu einem Verein, wo man vielleicht dann wieder hinten runterfällt, wenn man nicht gebraucht wird, sondern zu einem Verein, wo ich sofort bei den ersten Gesprächen gemerkt habe, das passt, das ist familiär, das ist genau das, was ich mir vorstelle von einem Verein. Und von der Perspektive her, gerade deutscher A-Jugendmeister geworden damals, war das natürlich perfekt. Das sportliche Vorbild von Robin ist im Übrigen Michael Ballack. Und mit dem hat er nicht nur die Position im defensiven Mittelfeld gemeinsam. So wird Ballack in den Medien immer wieder Capitano genannt. Etwas, was auf Robin zutrifft. Denn bei all seinen Mannschaften war er früher oder später immer der Kapitän. Ich sag mal, vielleicht habe ich eine gewisse Persönlichkeit, die sich teilt. Weil ich sehe mich eigentlich außerhalb des Platzes als eher ruhige Person, die umgänglich ist, mit der man immer Spaß haben kann eigentlich. Und auf dem Platz bin ich halt eigentlich das komplette Gegenteil. Mit mir sollte man nicht spaßen und ich bin halt auch ein Typ, der da mal dazwischen haut und der halt über das Kämpferische kommt und auch eine Mannschaft mitreißen kann. Und vielleicht sehen das die Trainer als positiv und nutzen deshalb diesen Weg. Bis zum Ende der Saison wird der Capitano der A-Jugend noch von Roland Kroos betreut, der ihm in den letzten Monaten der Saison den letzten Feinschliff für die Profis verpassen wird. Denn einen Vertrag für die Zeit nach der Saison hat Robin bei der Kogge bereits unter Dach und Fach. Und wer weiß, vielleicht wird er später dann sogar der Nachfolger von Sebastian Pelzer als Kapitän der Ostseekicker. Rostock geht ab. Die ganze Stadt in einer App. Jetzt Rostock mobil erleben und entdecken. Zahlreiche Angebote aus Gastro, Hotels, Shopping, Kultur, Events, Specials und vieles mehr. Die wichtigsten Termine und Veranstaltungen. Aktuelle Tagestipps. Stadtrundgänge und Erlebnistouren. Benutzereigene Favoritenliste und. Jetzt gratis downloaden im iTunes App Store. Und wieder zurück mit Marc Fascher. Wir hatten schon gesagt, wir wollen so ein bisschen den Weg ansprechen. Jetzt steht Wochenende wieder ein Heimspiel an. Letztes Mal gegen Burghausen, da war ein positiver Ansatz zu sehen. Jetzt gegen Halle leider wieder nicht. Hat man das Gefühl, die Mannschaft hat kurzzeitig die Kurve gekriegt, dann anscheinend doch nicht. Waren Sie ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Mannschaft jetzt doch nicht so den positiven Weg jetzt einschlagen konnte in Halle? Ja klar, waren wir enttäuscht. Aber das Problem ist eben halt, wenn da wirklich ein paar Spieler sind, die dann eben halt individuelle Fehler begehen, dann darfst du dich eben halt nicht wundern, wenn du wieder auf der Verliererstraße landest. Das ist eben halt so gewesen. Klar hätte ich mir gewünscht, dass wir dieses Erfolgserlebnis Burghausen, dass wir das mit ins Derby nehmen. Das ist uns nicht wirklich gelungen. Deswegen jetzt Samstag wieder ein Heimspiel.
Wir hoffen natürlich, dass wir dann dieses aufrechterhalten können beziehungsweise wiederholen können, dieses gute Spiel. Ich habe es zumindest gut gesehen gegen Burghausen. Vor allen Dingen, was ich gut gesehen habe, auch diese Kombination zwischen Mannschaft und Fans. Das war für mich überragend. 7.000 Zuschauer, die uns hier brutal als 12 Mann unterstützt haben. Und ich hoffe, dass wir da Samstag wieder anknüpfen können. Ich wollte auch gerade fragen, was macht Ihnen eigentlich Mut derzeit? Dass die Jungs die Situation einschätzen, dass sie wissen, um was es geht. Und ich bin mir auch ganz sicher, auch wenn jetzt Halle klar dagegen gesprochen hat, brauchen wir nicht drum herum reden, aber auch wie die Jungs letztendlich mitziehen, auch schon seit Wochen und Monaten. Es ist ja nicht so, dass sich hier irgendeiner hängen lässt oder sonst irgendetwas. Und auch die Jungs angenervt waren durch diesen negativen Lauf. Gegen Burghausen konnte man wirklich hundertprozentig sehen, dass sie unbedingt wollten, auch schon davor gegen Heidenheim, auch wenn das noch nicht mit Erfolg gekrönt war. Wie gesagt, jetzt in Halle, das klar war das ein Rückschritt aufgrund der individuellen Fehler. Da ist quasi mehr oder weniger ab der 31. Minute, als wir in Unterzahl gespielt haben, das Spiel mehr oder weniger gelaufen gewesen. Dumm gelaufen für uns, aber wie gesagt, so wie die Jungs letztendlich mitziehen, und ich bin mir auch ganz sicher, dass sie die Situation einschätzen können und auch begriffen haben, dass sie es annehmen werden. Und deswegen bin ich positiv gestimmt. Die Situation ist derzeit nicht einfach. Trotzdem liest man in der Zeitung durch auch persönliche Gespräche, dass zum Beispiel der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Abrokat oder Uwe Fester sagen, wir wollen langfristig arbeiten, wir wollen langfristig mit Marc Pascha arbeiten. Wie sehr stärkt einen das als Trainer, trotz dieser schwierigen Lage so eine Rückendeckung zu kriegen? Ja, das ist natürlich gut, weil Vertrauen kann, glaube ich, jeder gut gebrauchen. Und aber ich glaube auch, dass es ganz klar der Situation geschuldet ist, dass sie wissen, wie ich arbeite. Dass ich hier wirklich rund um die Uhr für den Verein alles gebe. Klar, wir haben im Moment eine sportliche, schwierige Situation, die haben wir zu bewerkstelligen. Und ich glaube, dass es auch, klar betrifft das jetzt in erster Linie auch mich. Ich glaube aber, dass es auch der 100% richtige Ansatz ist, denn was du eins nicht machen darfst, ist in Panik verfallen, sondern ruhig bleiben, kontinuierlich weiterarbeiten, auch wenn das schwer ist. Das weiß ich, dass das schwer ist, weil viele sind hier natürlich gebrandmarkt, vorgeschädigt aus der Vergangenheit. Aber ja, nur nicht in Panik verfallen. Es gibt dann wirklich diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Denn ich glaube, das wird sich auch am Ende dann auszahlen, denn wer zuerst die Nerven verliert, der hat verloren. Jetzt wurde im Winter immer gesagt, okay, wir lassen die Saison so ein bisschen ausplätschern, greifen dann in der nächsten Saison an. Jetzt sind wir doch. Wer hat das gesagt? Ich glaube auch, dass es nicht so rüberkommen soll. Entschuldige, wenn ich da mal eben kurz einhake jetzt. Das ist nämlich ein völlig falsches Wort, eine Saison ausplätschern zu lassen. Im Gegenteil, wir wollten schon versuchen, wir wollten auf jeden Fall erfolgreich Fußball spielen. Und dementsprechend, das ist im Moment nicht gelungen. Jetzt hat sich da eine negative Konstellation zusammengebaut. Die gilt das letztendlich zu bewältigen. Aber wir wollten mit Sicherheit keine Rückrunde einfach nur so runterspielen und dann nach dem Motto, jetzt aber neue Saison, alles Friede, Freude, Eierkuchen, geht wieder los. Fußball ist kein Wunschkonzert. Da musst du wirklich wach sein. Du kannst in der dritten Liga nicht nur mal eben kurz was runterspielen, das geht nicht. Die Frage sollte dahin zielen, dass man eigentlich die Vorbereitung auf die nächste Saison eigentlich schon so ein bisschen ins Auge fasst, vielleicht auch spielerisch das Konzept durchbringen. Herr Fester hat ja auch gesagt, man soll die Jungs nicht nur daran erkennen, dass sie die gleiche Trikotfarbe haben, sondern auch spielerisch. Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt vielleicht im Hinblick auf den Sommer eine kleine Delle gibt in Sachen Vorbereitung nächste Saison? Bezüglich Kaderzusammenstellung? Das zum einen sicherlich, aber auch was die Vorbereitung in den Köpfen einiger Spieler angeht. Ich meine, wenn die jetzt im Abstiegskampf spielen und nächste Saison die Aufstiegsstimmung eigentlich mitnehmen sollen, beziehungsweise im oberen Drittel angreifen sollen, ob das nicht in den Köpfen hängen bleibt. Nochmal, ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir wirklich die Saison ins Auge fassen. Ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen, das kann ich auch alles verstehen. Klar ist es immer schön, wenn du relativ rechtzeitig Planungssicherheit hast. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt in einer Situation sind, die schwierig ist. Ich glaube aber gerade, wenn du die erfolgreich bewältigst, dass das auch extrem zusammenschweißen kann. Und ich glaube, wenn du dir dieses Erfolgserlebnis mit dem Klassenerhalt jetzt erarbeitest und wirklich dann auch mal durch einen Dreckstunnel durch musst, entscheidend ist doch, dass du am anderen Ende wieder sauber rauskommst. Und ich glaube, wenn du dieses Feeling, den Klassenerhalt gesichert zu haben, dass das auch eine Aufbruchstimmung erzeugen kann, so nach dem Motto, mein Gott, jetzt haben wir es doch wieder hingekriegt, super, und jetzt gucken wir mal, was neue Saison passiert.
Dann wünsche ich Ihnen erstmal fürs Wochenende viel Glück, aber dennoch generell, dass Sie sauber aus diesem Tunnel rauskommen, dass wir uns vielleicht im Sommer darüber unterhalten, wie wir die nächste Saison angehen. Danke Ihnen, Herr Fascher. Und für Sie gibt es immer die gewohnte Vorschau und die gewohnten Gewinnspielkarten und sage bis zum nächsten Mal. Die Kogge taumelt weiter gefährlich nah am Abgrund. Nach dem Sieg gegen Burghausen erfolgte wieder die Ernüchterung gegen Halle. Somit muss Hansa am Wochenende dringend zu Hause gegen den VfB Stuttgart 2 punkten, um den Abstiegsrängen nicht noch näher zu kommen. Wichtig dabei auch die Fans der Ostseekicker, die hoffentlich zahlreich ins Stadion stürmen. Und für alle, die nicht live im Stadion dabei sein können, dem sei das Hansa-Fanradio ans Herz gelegt. Und für das nächste Heimspiel gegen den SV Darmstadt verlosen wir wieder 5x2 Eintrittskarten. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com.